Da ist ein. Ne, der wird es wahrscheinlich sein. Da ist ein Kampfhelikopter, ja. Nein, jetzt warte. Was mache ich mit meinem Auto? Soll ich das hier einfach stehen lassen? Ja, lass es doch stehen. Wir müssen wahrscheinlich wieder zurückfliegen, wie immer. Immer wenn wir zu Roche mussten, sind wir bisher zurückgeflogen. Na gut, ich parke mein Auto aber trotzdem. Nein, ich parke mein Auto irgendwo auf dem Gelände. Ich weiß gar nicht mehr, wie man rückwärts guckt. Scheiße. Lass es doch hier stehen, hier steht es gut. Du kannst die Sicht ändern mit 1, 2 und 3 oder so. Ah, gut. Gut, weil ich parke es nämlich dann im Unterstand. Wow, das hat funktioniert, das wundert mich jetzt. Ich sollte den Motor ausmachen. Ja. Damit ich nicht zurückkomme und es heißt, naja, du, Wir haben hier zwar genug Zeug stehen, genug Treibstoff, vermute ich mal. Vorwärts, rückwärts, A, D, okay, Z steigen. Kuhsteigen sinken, ziehen Sie das Waffe aus, wenn mit Ihnen. Bitte rede deutlicher, weil sonst verstehe ich nichts. Ja, ich rede. Achso, du redest nur mit dir. Das ist nur für mich. Ja, das wüsste ich nicht. Warte kurz. Das Ding hat einen Kofferraum? Schade. Okay. Heb erst hoch, das Teil. Ah. Jawohl, Maurice kommt mit der Steuerung schon mal klar. Gib gut Schub auf jeden Fall. Du bist noch nicht bei 100% unten. Erst bei 87. Jetzt bist du bei 100. Und so ballert man. Und das haben wir festgestellt, dass das sehr laut ist. Du bist jetzt ein Freund, Mafia. Du bist jetzt ein Feind, Regierung. Ist mir doch scheißegal. Ich baller euch alle weg, ihr Vollidioten. Bist du vom Gas gegangen? Hm. Ach, wie geil. Was sind denn Schweifsuchraketen? Du fliegst sehr dicht über die Bäume drüber. Wie steigst du denn eigentlich? Mit Q, mit Z sinkt man. Ah, okay, dann solltest du steigen. Ach was. Ja, die Bäume sind sehr eng über dir schon. Schieß dich einfach ab. Du bist jetzt ein Feind hier, ey, Zivilistenregierung. Was hast du gemacht? Einfach nur geschossen, die mögen das nicht. Die mögen nicht, dass du friest. Das ist doof. Die sind noch Spielverderber. Boah, da unten ist ein Gefecht. Du bist jetzt ein Feind, Regierung. Das Problem ist, glaube ich, dass wir ein Feind der Zivilisten sind. Das wird uns noch Probleme bereiten, befürchte ich. Nee, scheiße. Ich will ja Schub dabei geben, nicht zurückgeben. Wie soll man dann hier was treffen? Wie habe ich das in letzter Stunde geschafft? Stunde? Ja. Was? Du hast das Mikrofon berührt. Ich hab's gemerkt. Das macht nichts. Nee, du hast aus dem Stand was getroffen. Wir sind da darüber geschwebt. Ja, stimmt. Und sind quasi fast gelandet und haben dann geschossen. Aber an sich fliegt sich so ein Heli schön freihändig, oder? Ja, das ist gar kein Problem. Braucht gar nichts zu machen. Wir können jetzt eine schöne. Ich gebe mir mal meinen Snickers. Bis eine Essenspause, Mann. Das ist nur ein Transporthelikopter. Tut mir leid, dass wir jetzt das Snickers durch die Gegend geworfen haben. Was man gehört hat, laut Radar dreht er nicht um. Du hast unten ein Radar. Okay, du kannst jetzt in Ruhe ein Snickers essen. Schnapp dir erstmal ein Snickers. Immer wenn du hungrig wirst, wirst du es für die. Mann, das wollte ich heute sagen. Boah, jetzt hast, jetzt hast du übersteuert. Ah ja, du hast meinen Spruch für heute geklaut. Ja, das war auch gut. Ja, jetzt kann man ja mal schön in Ruhe gerade auslesen. Du hast mich voll erschrocken. Ja, der wäre auch auf Kollisionskurs mit uns. Wir wären kollidiert. Da vorne von rechts nähert sich etwas. Rechts von dir. Wenn du mal nach rechts schaust, siehst du das vielleicht sogar. Was sind das da unten? Motorboote? Ich weiß es nicht, aber links ist ein Heli. Schieß auch mit. Wir sind unter Beschuss. Du musst die Schweifabwehrrakete machen. Boah, wir sind getroffen. Du musst auf Abwehr gehen. Schalte auf die 4. Geh auf die 4. Geh auf die 4, schnell! Warte doch! Wir werden doch jetzt getroffen.
Nicht unter meinem Kommando. Doch, das, was du hörst, ist der drohende Einschlag einer Rakete. Die fliegt auf dich zu und gleich schlägt sie ein. Jetzt. Nee, die ging daneben. Hinter dir, rechts hinter dir. Ich fliege einfach aus dem kritischen Gebiet raus. Endlich mal wieder ein bisschen Action. Hier, wenn du auf Schweif-Suchraketen gehst, dann kannst du das wahrscheinlich schon mal. Schweif-Suchraketen, mein Freund. Ehrlich? Nein. Ja, doch. Ich bin auf 4 gegangen und auf 4 sind Schweif-Suchraketen. Habe ich noch keine. Okay, hast du Raketen dabei? Ja. 7 Stück im Magazin. Und jetzt hat er es immer noch nicht geschafft, seinen Snickers anzubeißen, wenigstens. Guten Appetit. Er ist ein freundlicher. Ja, der war friedlich. Du musst steigen, wenn du über den Berg darüber willst. Ich weiß. Ich war nicht nur vor. Ich möchte nicht, dass du gleich in den Berg drin hängst. Geht's noch höher? Mhm. Houston? Wir haben noch ein Problem. Das wird richtig schwierig, das hier. Den schaffst du nicht. Links, links, links! Okay, da bist du ja schon, da ist das Flugfeld! Ja. So, versuch jetzt den Schub zu regulieren auf 0. Jetzt bist du schon auf Minus. Und du kannst runtergehen. Guck mal auf der Minikarte. Sehr gut. Wenn er runter mich erwischt, bin ich tot. Don't shoot, I'm with you. Du hast den angelassen, versehentlich. Ich werde diesen Fehler korrigieren. Wie schaltest du den Motor im Auto aus? Z. Wie du merkst, geht das nicht. Ich werde wohl die Luft sprengen müssen. Ja, oder einfach anlassen, bis der Tank leer ist. Und wie komme ich dann heim? Ach so, stimmt. Übrigens ist der in dem anderen Gebäude der Roche. Deswegen habe ich auch umgedreht. Ich wollte es dir nur sagen. Ich meine, da will man einmal eine Snickers-Pause machen, ja? Da ist ein Ex-Militär, der wird ja wohl hochkommen. Roche. Gregor, dich Arsch, mein, dieser Jagdhelikopter vorbeigebracht. Na, endlich, du rette meinen Arsch. Beeil dich und flieg rüber zu dieser jämmerlichen Regierungsfritze. Sie dürfen meinen Flugplatz nicht Catwalk machen. Und was wollen wir? Beruhig dich erstmal, Joche. Roche. Zu Hause nennt man mich den Retter der Flughäfen. Wir zeigen denen schon, was Sache ist. Roche. Roche. Oh, du hast wieder eine Missionsliste aktualisiert. Wie ist deine Mission? Weißt du es? Schieße alle Helikopter ab. Würde ich sagen, das ist dein Fall. Guck mal, die netten Leute haben vollgetankt. Well, that escalated quickly. Nächster. Trifft er? Nee. Du hättest dich fast selbst getötet, aber du hast ihn getroffen. Was ist jetzt die zweite Zielvorgabe? Landen? Wo ist denn der Flughafen? Direkt unter dir. Okay, ich komme. Du landest jetzt bestimmt auf dem Dach. Speicher mal kurz zwischen, wenn es geht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Du kriegst du Verluste.
einfach nach unten. Alter, was ist denn gerade passiert? Ich weiß nicht, aber ich habe einen Tinnitus, du auch? Also meine Kugelsicherung, das kann ich schon gerade vergessen. Sei froh, dass du die hattest, sonst wäre jetzt dein Bein ganz weg. Hey, ich habe sogar noch eine mittlere Panzerung. Der ist in dem anderen Gebäude. Verdammt. Wie komme ich denn jetzt nach Hause? Ach Mist, scheiße, du hast den gebraucht zum Rückflug. Du hast ihn gebraucht, wirklich? Nein! Verdammt, jetzt können wir durch den Dschungel humpeln. Wusste, dass du es schaffst, Meyers. Ohne dich wäre alte Roche jetzt wohl schon tot. Nimm mein ganzes Geld. Ich schulde dir was, nimm mein ganzes Geld. Brasilianisches Gewehr. Objekt erhalten, MPM 3, MPF. Wie viel Geld? 3.977 Pesos oder so. Roche. Ja, Meyers, wenn du uns dann Esteban keine Luftabwehr besorgt, ist hier bei denen mehr übrig. Aber du könntest dieses Flugzeug zu Leoncio bringen, er baut es dringend da, wie ich. Darf ich übernehmen eigentlich? Weil wir sind schon mal 41 Minuten. 41 Minuten? Lass mich nur zurückfliegen, dann kannst du alles machen, was du willst. Wie du möchtest. Dankeschön. Dann fliegen wir jetzt zurück. Jetzt lass uns erst mal gucken, was wir bekommen haben. Jo. Und für die Maschinenpistolen. Maschinenpistolen. Eine Maschinenpistole ist doch hier die. Ja, aber mach's nicht selbst, sondern lass es den Kader machen. Ja. Du musst über 3000 Pesos gehen. Ja, 3100. Lass mal der Julio. Genau, der auch an der Dingens arbeitet. Oder Elio oder so. Ezio, ne. Ezio. Emilio, danke. Hey, guter Emilio. Du weißt, wie mein Flugzeug fliegt, gell? Ja. Achso, ist ja geil. Oder willst du fliegen? Flieg ruhig. Gentlemen, start your engine. Achso. Ist ja komplett anders als hat. Als alles andere. Im Prinzip ist es ziemlich dasselbe. Gut, Strömungsabriss provoziert, Maurice. Ja, das Flugzeug hält aber viel aus. Ich bin mal gespannt, ob du landen kannst. Wer Flugsimulator gespielt hat, kann landen. Ja, das Problem ist, dass es hier eben nicht so einfach funktioniert. Du kannst die Ernte besprühen, mach mal. Ach, ich hab gedacht, das wäre Schokwalm, ehrlich gesagt. Mhm. Radikal, kennt der nix? Ja, radikal wird dann das Papier weggeworfen. Also ohne, dass ich dich jetzt als Selbstmörder mich bezeichnen will, aber du hast nicht zwischengespeichert. Also ohne, dass ich dich jetzt selbstmörderisch bezeichnen will, aber du hast zwischengespeichert. Das ist eventuell auch relativ tragisch jetzt. Ich sehe nichts mehr! Ja, Flugzeug brennt ja auch. Hinter uns befindet sich ein feindliches Flugobjekt. Wir werden angegriffen. Nicht unter meiner Aufsicht. Du hast es echt geschafft, dass sie dich verfehlt. Wie hast du das gemacht? Verarsch mich doch. Holt den Schub! Nee, du musst Gas geben, sonst wirst du doch getroffen. Ey, hast du gesehen? Ich bin abgesackt und das Ding hat mich vollkommen verfehlt. Nee, du wurdest getroffen. Nee, doch nicht, du wurdest gar nicht getroffen. Nee, wurde ich nicht getroffen. Ich sag, warum? Weil ich einfach saugeil bin, deswegen. Okay, ich denke, der Strömungsabriss hat sich. Das Flugmanöver, nein. Das muss ich mir später nochmal in Ruhe angucken, ey. Ich war zu beschäftigt hier überall. Ja, war ganz gut. War ganz gut, ey. Ich habe das Flugzeug vor jeglichem Schaden bewahrt. Okay, glaube ich dir, ja. Nicht. Holt den Schub! Trifft gerade und dann sagt das Ding ab. Das habe ich in so Filmen gesehen, weißt du? Ja, ja.